Am Montag, den 13. Januar, endet das Volksbegehren zur Zukunft des Tempelhofer Feldes. Der Bürgerinitiative 100% Tempelhof fehlen allerdings noch etwa 60.000 Unterschriften. Ohne die würde es keinen Volksentscheid zur Nutzung des Geländes geben. Die Freiwilligen der Bürgerinitiative haben das Rennen um die Unterschriften aber noch nicht aufgegeben. Also das Gute ist im Moment, dass wir gar nicht mehr argumentieren müssen. Also jetzt ist es so, dass wir zu diesem Zeitpunkt, egal wo wir stehen, die Leute kommen zu uns. Die suchen uns und wenn sie uns finden, sind sie froh, dass wir dastehen und unterschreiben sofort. Wir wollen, dass wir als Berliner mitentscheiden dürfen, dass so Großprojekte zukünftig einfach, dass die Bürger dazu gefragt werden, dass wir nicht ein zweites BER-Desaster hier kriegen. Ja. Da wollen wir mitreden. Denn wenn hier erstmal eine Randbebauung stattfinden würde, wird es auch eine weitere Bebauung geben. Wenn das Feld erstmal angenagt ist, dann wird es irgendwann zerlegt. Also für mich ist das Besondere die Weite und die Stille. Also sich im Sommer in das hohe Gras zu legen und einfach zu lauschen, das ist so erholsam, das ist einmalig. Oder abends einfach mit Freunden hier zu sitzen und zu grillen. Ich meine, das kennt man doch vom Meer. Am Strand hat man auch das Gefühl, sehr oft. Ja. Diese Weite. Und das habe ich noch nie in der Stadt gehabt. Noch nie und nirgendwo. Und das sagen alle, die hier waren. Ja.